Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hidden Agenda. Es liegen schwere, schwere Behauptungen vor gegen Becky. Hey Sam, wie geht's? Es geht so. Ist wohl immer viel Arbeit, wenn ein Freak unterwegs ist. Okay, okay, Leute. Ruhe bitte und zuhören. Hey, zuhören! Wir haben einen Kopf verloren. Er kehrt nie wieder in den Dienst zurück. Und es kam fast noch schlimmer. Ich weiß, das ist schwierig für uns alle. Niemand hätte gedacht, dass wir erleben, dass Jack Calvary zu Fall gebracht wird. Seien wir ehrlich, er war nicht der Typ, der Mäuse mit Speck fängt. Aber er war einer von uns. Und diese Tat ist nicht hinnehmbar. War das wirklich der Trapper? Gibt's was Neues von der Zeugin? Jetzt können wir uns wieder entscheiden hier. Entscheidungen sind ja alles in diesem Spiel und ich würde sagen, wir fragen mal nach. Entschuldigung, Sergeant. Was gibt's Neues zur Zeugin, dem Callgirl? Die Fahndung ist raus und nach diesem Adam Jones auch. Ich sag Bescheid. Solange sich nichts anderes ergibt, gehen wir hier zunächst von einem Nachahmungstäter aus. Es ist gut möglich, dass Jonathan Finn irgendwie aus dem Hintergrund die Fäden zieht. Wir haben Staatsanwältin Felicity Graves hier, um bei der Ermittlung zu helfen. Sie ist vertraut mit dem Trapper-Fall. Sie wird uns helfen. Bitte unterstützen Sie sie. Und noch was. Staatsanwältin Felicity Graves hat ausgehandelt, dass Jonathan Finn vorübergehend in unser Gewahrsam kommt. Ach, kommen Sie ganz im Ernst? Hey. Ich denke, das könnte eine wichtige Spur sein und gehe ihr nach. Wer ein Problem damit hat, kann in mein Büro kommen. Detective Marnie, ab jetzt gehen Sie bitte Calvarys alte Trapper-Akten durch. Wir suchen Zusammenhänge, die übersehen wurden. Okay, wir sind natürlich beherrscht. Ob das so eine gute Idee war, den Finn da rauszulassen? Ich weiß es ja immer noch nicht, aber es ergab sich eine gute Möglichkeit. Ich soll den Papierkram machen? Ja, klar. Ja, klar. Okay. Okay, ran an die Arbeit. Denk dran. Jack Calvary sieht uns zu, wo auch immer er gelandet sein mag. Machen wir ihn stolz. Mit dem hatten wir ja nicht unbedingt die beste Beziehung mit dem Cop, deswegen liegen schwere Behauptungen vor. Wir könnten der Killer sein. Hi, Miss Graves. Wie geht's Ihnen? Es ist hart, einen von uns zu verlieren. Egal, wie es passiert. Aber danke der Nachfrage. Ich melde mich, wenn wir was finden. Sie machen Finn jetzt für seinen kleinen Ausflug bereit. Ich möchte, dass Sie mitkommen. Möchte ich auch. Wenn ich aus dem Kerker gelassen werde. Nun, wir haben ja auch kein Alibi für die ganze Nummer. Wir waren ja damals nur alleine zu Hause, als der Mord passiert ist. Haben wir ein Problem? Was? Denkst du wirklich, dass ich was damit zu tun habe? Becky, hör zu. Oh nein, Tom, du hörst zu. Gehst du zur Seite? Wir müssen ehrlich zueinander sein. Warum vertraust du mir nicht? Wir sind Partner. Wir müssen ehrlich zueinander sein. Ehrlich? Schön. Ganz ehrlich. Jeder weiß von dem Streit zwischen dir und Calvary. Ein paar Leute glauben, du bist nicht ganz dicht. Du musst besser auf dich aufpassen. Tom, du beschuldigst mich des Mordes an einem Officer. Du hast ein Motiv. Ich mache nur meinen Job. Ich dachte, wir wären Partner. Warum reizt du mich? Enttäuscht ist, glaube ich, hier angebracht. Du bist mein Partner, Tom. Wie könnte ich das vergessen? Wir sollten auf der gleichen Seite stehen. Ich bin nicht auf deiner Seite, weil ich dein Partner bin, sondern weil ich dein Freund bin. Und davon hast du hier mehr, als dir klar ist. Wieso gibt Riggs wohl dir die Akten? Er will mich auf dem Weg haben. Vielleicht. Aber vielleicht denkt er auch, du findest was raus. Und wer könnte das besser als Becky? Adam Jones war definitiv in Las Palmas, zusammen mit Finn. Angeblich ist er bei dem Brand damals umgekommen. Und jetzt behauptet Finn, Jones wurde später zum Trapper, aber wie kann das möglich sein? Das macht keinen Sinn. Na, dann schauen wir uns hier mal ganz, ganz genau um. Das Waisenhaus Las Palmas, da war ja Finn und angeblich auch der Adam, die waren in diesem Waisenhaus damals, sind sie reingekommen.
Und dann haben wir hier das erste Opfer des Trappers, können wir untersuchen, und die Pfleger von Las Palmas. Das erste Opfer des Trappers. Schauen wir da mal rein. Nochmal zurück. Der Bestatter. Das Ziel, für das Finn kein ersichtliches Mordmotiv hatte. Offenbar keine Verbindung zu Las Palmas. Die Witwe sagte, sie hat keine Ahnung, warum Finn ihren Mann hätte umbringen wollen. Aber nach 5 Jahren hat sich ihre Sicht vielleicht etwas verändert. Mal sehen, ob sie jetzt gesprächiger ist. Da gehen wir dem Fall mal nach. Wohnsitz der Witwe, 11.16 Uhr. Also das erste Opfer, noch 22 Stunden bis zur Hinrichtung. Ja, Miss Johnson? Was wollen Sie? Respektvoll. Ja, wir sind immer respektvoll. Ich möchte über Ihren Mann sprechen. Sind Sie ein Cop? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Wir sind ehrlich, oder? Oh, schwierig. Wir könnten jetzt natürlich auch lügen und sagen, dass wir Reporterin sind. Ah, das sind immer so Entscheidungen. Was hättet ihr getan, hä? Könnt ihr es mir sagen? Detective oder Reporterin? Wir bleiben ehrlich. Weil Reporter, mit denen redet doch keiner gerne, oder? Ja, Ma'am. Ich bin Detective. Ich möchte Ihnen gern einige Fragen über Ihren Mann stellen. Ja? Wo waren Sie, als ich um 2 Uhr morgens anrief, weil er mich verprügelte? Wo waren die Cops da? Jetzt haben Sie Fragen an mich, aber vielleicht habe ich jetzt keine Zeit. Na schön. Sagen Sie mir vielleicht, was Sie genau wissen wollen? Wir sind mitfühlend. Es tut mir sehr leid zu hören, dass Ihr Mann Sie so behandelt hat. Klingt, als hätte er es wirklich verdient gehabt. Ja, sehe ich auch so. Wollten Sie noch was? Ich wüsste gern, ob Ihr Ehemann jemals die Dienste eines Callgirls nutzt. Soll das ein Witz sein? Er hat seinen Schwanz in jedes Loch gesteckt, egal ob schweineteuer oder spottbillig. Ich habe aufgehört zu zählen. Ma'am, kennen Sie vielleicht jemanden namens Adam Jones? Ein Junge namens Adam hat manchmal meinem Mann geholfen, bevor er seinen Job als Bestatter verlor. Aber das ist schon lange her. Könnte er das sein? Vielleicht nur etwas älter? Ja, könnte sein, ja. Sind Sie sicher? Sehen Sie genau hin. Oh. Ja, ich glaube, das ist er. Vielen Dank für Ihre Zeit, Miss Johnson. Das ist eine heiße Spur. Wir werden verfolgt. Wer zur Hölle? Vielleicht Adam Jones? Oh, knapp. Knappe Angelegenheit. Hier müssen wir natürlich verschiedenste Quicktime-Event meistern. Quicktime-Events vielmehr. Jetzt hinterher hinter dem Schurken oder was auch immer. Vielleicht ist das der Adam. Boah, scheiße. Bin gestolpert, wie dumm muss man sein? Da kommt man auch gar nicht so leicht drüber mit diesen hochhackigen Schuhen. Okay, jetzt aber hier, das schaffen wir. Hey! Hey! Das ist noch nah dran. Hä? Was zur Hölle wollen Sie? Hier ist 609. Verfolge unbekannten Verdächtigen. Mittelgroß, dunkler Pulli. Ich denke, das war Adam Jones. Das war unsere Spur. Und er scheint ja noch zu leben, wie wir jetzt in Erfahrung gebracht haben. Vielleicht hat Finn dann doch recht. Marnie, bin unterwegs zur Hoffman Road 22. Treffen wir uns da? Ja. Ist alles okay? Ah, ja, wir erzählen ihr das mal, oder? Anscheinend hat Adam Jones eine Zeit lang bei dem Bestatter gearbeitet. Wow. Anscheinend war das, nachdem er angeblich in dem Feuer umgekommen war. Das ist krass, es gibt ihn also. Noch was. Jemand ist mir nach. Was? Alles okay? Ja, hat sich dann aus dem Staub gemacht. Vielleicht war das nur Zufall, ist nicht gerade die schönste Ecke. Vielleicht. Wir sehen uns am Haus. Thank you.
Jones Wohnsitz. 12.37 Uhr. Jetzt die Freilassung von Finn. Der ist auf jeden Fall ein schmieriges Arschloch, aber vielleicht nicht der Mörder. Wahrscheinlich nicht der Mörder, glaube ich. Achten Sie bitte auf, dass er keine Dummheiten macht. Oh, er kann es gern versuchen. Kommen Sie nicht auf Ideen. So sieht man sich wieder. Schöne Armbänder. Na, ich kann meine Finger nicht mehr spüren, wenn Sie das meinen. Helfen Sie mir oder was? Wir lockern gar nichts, wir schnallen eher enger. Besser so? Wie nett von Ihnen. Also hier ist Adam nach dem Waisenhaus hingekommen? Hier ist Adam aufgewachsen. Wir wissen ja, der kann schnell aus Handschellen raus, nach der Erfahrung da. Als er noch im Gefängnis war und nicht gerade Ausgang hatte, wie jetzt hier. Ausgang, weil er uns weiterhelfen könnte mit diesem Fall, wenn er eigentlich der Hauptverdächtige ist. Ein paar Hausbesetzer, aber die sind weg. Okay, 5 Minuten. Dann mal los, Boss. Bitte hier lang. Dieser Raum, genau hier. Hier hat Adam nach seiner Flucht geschlafen. Hier war ewig niemand mehr, Finn. Ich habe auch nicht behauptet, dass er hier wäre. Schnell jetzt die Hinweise finden. Sade ist doch bestimmt einer. Und weiter geht die Reise. Was haben wir hier noch? Da ist noch irgendwas. Vielleicht da vorne noch beim Müll oder so? Nein, ich hab's nicht geschafft. Ganz knapp war's. Sie sagen also, das hier ist von ihm, nicht von Hausbesetzern? Die würden das nicht wagen. Bericht über das Feuer im Waisenhaus. Aber was lag jetzt da noch? Finde ich ein bisschen anstrengend, dass es auf Zeit geht, weil man so kaum Zeit hat. Wenn man es mit mehreren Leuten erledigt, ist natürlich clever. Aber alleine ist es ein bisschen schwierig, hier alle Hinweise rechtzeitig zu finden. Detective Marnie, der Sarge sagt, es wird Zeit. Ja, wir brauchen nur noch ein paar Minuten. Wie ist Adam im Waisenhaus gelandet? Adams Papa hat sich ständig bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Hat seine Frau vermöbelt, wenn sie ihn nur falsch angeguckt hat. Eines Tages nahm sie seine Schrotflinte und schoss ihm den Kopf ab. Vor Adams Augen. Das erste Opfer hat auch seine Frau geschlagen. Der Bestatter. Auch ein Säufer. Sie bekam lebenslänglich. Keine Bewährung, keine Besuche ihres Kindes. Es spielt wohl keine Rolle, dass sie das getan hat, weil Papa sie früher oder später beide umgebracht hätte. Das nennt man Rechtssystem, was? Mord ist Mord. Es war ein hartes Urteil. Wie auch immer. Machen wir mal. Solche Fälle nehmen nie ein gutes Ende. Aber dass sie ihr Kind nicht sehen durfte, das ist hart. Das war echter Venster. Guter Witz. Wohl kaum, er hat mich zum Tode verurteilt. Nach ein paar Wochen erhängte sich Mama Jones in ihrer Zelle. Himmel. So kam Adam, dann also nach Las Palmas. Vom Regen in die Traufe gekommen, was? Sie würden nicht glauben, was sie dort mit uns gemacht haben, Rominski und dieser Wichser von Pfleger. Und wir haben versucht, uns so zu wehren, wie man es tun sollte. Wir riefen die Cops, dritter Distrikt. Und niemand hat irgendwas unternommen. Nicht mal die Sozialarbeiterin. Und als Adam aus dem Höllenloch raus war, dachte er sich selbst was aus, um sie alle bezahlen zu lassen. Diese Cops? Er kannte die Schichten. Er hat jeden Mord minutiös geplant. Er wusste genau, wer alarmiert werden und was denjenigen dann erwarten würde. Cops versagten, Eltern versagten, System versagte. Was würden Sie tun? Wir beseitigten die, die uns wehtaten. Na also, jetzt kommt er raus mit der Sprache. Er wurde also missbraucht angeblich und Adam ebenfalls. Und deswegen gerät das Polizeirevier wahrscheinlich in den Fokus des Verbrechers, des Kriminellen, des Killers. Jetzt können wir natürlich ihm zustimmen oder abschätzig reagieren.
Ich würde mich rächen, ist natürlich im Fall eines Cops nicht die richtige Antwort, deswegen müssen wir da eigentlich abschätzig reagieren, wenn wir das jetzt korrekt spielen wollen, alles hier. Aber wir können ja auch nochmal einen Lauf machen, wo wir irgendwelche anderen Entscheidungen treffen. Ich weiß es nicht genau. Wir machen jetzt erstmal, das ist nicht meine Entscheidung. Nicht meine Entscheidung, dazu gibt es Geschworene. Ja, so sagt man. Wer gab ihm das Recht? Ich dachte damals, vielleicht ist Adam der Einzige, der die Welt so sieht, wie sie wirklich ist. Der den ganzen Mist durchschaut. Der das Böse in den Herzen der Menschen sehen kann. Aber jetzt weiß ich, nur Gott hat diese Gabe. Danke fürs Zuhören. Nach all der Zeit tut es gut, meine Sicht zu schildern. Sicher. Jederzeit gern. Da ist noch etwas. Ja? Die Geisel bei der Festnahme. Daniela Cardenas. Also, Daniela und ihre Schwester Izzy waren mit uns in Las Palmas. Derselbe Scheiß. Für Izzy war es zu viel. Überdosis nach ein paar Jahren. Adam wusste, dass Daniela alles tun würde, um Rominski bluten zu sehen. Ich melde das. Ich kann's nicht mehr hören. Na, wir melden das. So eine Scheiße. Mein Gott. Die Geisel war beteiligt. Hier ist Officer 609. Brauche Fahndungsaufruf für eine neue Verdächtige. Daniela Cardenas. Wiederhole, sofort zur Fahndung ausschreiben. Cardenas war keine Geisel im Trapper-Fall, sondern sie war Komplizin. Center copy. Ich sage Simon Hillary, wenn Danielas Schwester in der Leichenhalle war, kann er den Fall ausgraben. Kommen Sie klar? Oh ja, wir kommen klar. Wir kommen zurecht. Zeit zu gehen. Okay, jetzt ist halt die Frage. Ja, komm. Los. Wir fragen ihn noch was. Wir fragen ihn noch aus. Auch wenn wir alleine sind. Glauben Sie immer noch, dass ich lüge? Immer weniger. Aber ohne Beweise, dass Adam noch unter uns weilt. Ich kann es beweisen. Können Sie nicht. Das stimmt. So kann ich das nicht. Geht's noch? Also, solange ich an der Leine hänge, wird er sich nicht zeigen. Aber alleine kann ich ihn rauslocken und auf dem Silbertablett servieren. Selbst wenn das stimmt, Richter Vanstone würde sich niemals darauf einlassen. Was, wenn Sie mich verkabeln? Dann könnten Sie mich überwachen. Nein. Es könnte klappen. Nein. Sie sitzen im Todestrakt. Schon vergessen? Aber ich bin unschuldig. Etwas schon vergessen? Es gibt da etwas, das ich Ihnen noch nicht gesagt habe. Oh, bitte, erleuchten Sie mich. Adam sagte damals zu mir, wenn ich jemals irgendwie freikommen sollte, dann würde er sich melden. Umgehend. Ist das so? Wir könnten so tun, als hätte ich Sie überwältigt. Niemand müsste es erfahren. Oh Mann, das ist ja eine interessante Frage. Ja, und deren Antwort stellen wir uns in der nächsten Episode von Hidden Agenda. Und es kann jetzt, muss ich kurz informieren, ein bisschen dauern, bis die nächste Folge kommt. Vielleicht ist sie auch schon da. Schaut einfach mal auf dem Channel, schaut einfach mal in der Beschreibung, schaut einfach mal in der Playlist vorbei. Aber es kann auch sein, dass es noch ein bisschen dauert, weil ich vor Release noch nicht das Ende und weitere Sachen zeigen darf unbedingt. Das habe ich Sony versprochen und dafür dürfen wir auch schon so weit vor Release loslegen. Es kann aber auch sein, dass bald schon direkt eine Folge kommt. Um nicht zu verpassen, empfehle ich, diesen Kanal zu abonnieren. Und mich interessiert natürlich auch, wie ihr euch entscheiden würdet. Jetzt hier in diesem Fall, seid ihr neugierig oder eher abschätzig? Wie würdet ihr handeln? Oh Backe, schwierige Entscheidung und noch vieles mehr und die Antworten dazu gibt es in der nächsten Folge von Let's Play Hidden Agenda. Bis dahin.